Also aus meiner Sicht hat diese Tagung mehrere Vorzüge. Sie bringt ja Behandlerteams zusammen und damit steht sie für Interdisziplinarität und auch für sehr viel Interaktion. Das finde ich ganz zentral für diese Behandlerteams. Schön ist auch, dass diese Tagung eine internationale Tagung ist. Das heißt, es bietet auch den Behandlerteams aus den kleinen deutschsprachigen Ländern die Möglichkeit, sich hier in einer größeren Runde auszutauschen. Ja, mit dem Verlauf der bisherigen Tagung sind wir, glaube ich, sehr zufrieden oder bin ich sehr zufrieden. Wir haben sehr, sehr viele Aspekte letztlich kennengelernt hier und in den letzten Jahren haben sich viele neue Erkenntnisse im Bereich der Mukoviszidose auch über das Krankheitsverständnis ergeben. Auch die Infektionsbiologie gibt es sehr, sehr viele neue Daten, die auch neue Behandlungsoptionen für die Zukunft aufzeigen. Wir hatten verschiedene Themen hier natürlich im Fokus gerückt, das direkt auch der Tatsache Rechnung, dass verschiedene Berufsgruppen hier natürlich zusammenkommen, die alle in der Behandlung der Mukoviszidose natürlich integriert sind. Ein etwas zentraleres Thema war die chronische Lungeninfektion, auch die Lungentransplantation. Und wir konnten sehr schön sehen, dass Patienten nach Transplantation in der Lage sein können, einen hohen Berg, nämlich den Kilimandscharo, zu besteigen. Und das war eine sehr eindrucksvolle Geschichte. Ja, das zentrale Highlight für uns war natürlich die Bekanntgabe der neuen Auswertungen aus dem Patientenregister, nämlich die neuen Zahlen zur Überlebensdauer und zur Lebenserwartung für Mukoviszidose-Patienten. Also ich denke, wir leben in einer sehr, sehr spannenden Zeit, was die Behandlung der Mukoviszidose betrifft, da es in den letzten wenigen Jahren eigentlich sehr, sehr viele Veränderungen gegeben hat, viele Verbesserungen, viele Hoffnungen auch, die es in den Jahrzehnten davor eigentlich in diesem Ausmaß nicht gab. Und in erster Linie meine ich damit natürlich auch die mutationsspezifischen Therapien für individuelle Patienten. Und ich denke, da ist doch sehr viel Hoffnung auf Seiten der Patienten, aber auch auf Seiten der Behandler. Also aus meiner Sicht ist natürlich das Thema der Modulatoren, der neuen Medikamente, ein großes Thema, was auch mit großen Hoffnungen verbunden ist. Aber wir müssen darauf achten, dass darüber nicht vergessen wird, dass die Mukoviszidose-Patienten dennoch eine kompetente, multiprofessionelle Betreuung in einer spezialisierten Ambulanz brauchen und die sollte auch noch wohnortnah sein und da braucht es Investitionen, die sind vom Geldbetrag her im Vergleich zu den teuren Medikamenten marginal, also fast vernachlässigbar, ungefähr 1%, aber es muss ausgegeben werden und das Gesundheitswesen funktioniert an der Stelle nicht.